Hey Leila, was hältst du von diesem Kerl? Jana, ist das dein Ernst? Nun ehrlich gesagt, Diana, das ist... Nein, danke. Ja, okay, verstehe ich. Oh, schaut, schaut. Das Tier, das ist genau der Richtige für dich. Rote Haare und Sommersprossen. Jana, ist das dein Ernst? Ich bin doch eigentlich brünett. Ich mag brünette Kerle. Für dich ist er eigentlich ideal. Nein, Jana, behalte das für dich. Leila, sieh mal, hier ist ein Blondie. Und ich mag keine Blondies. Ja? Komisch. Ich hab was gefunden. Nastia, schau. Hier ist ein Traummann. Oh, der ist niedlich. Oh. Kennst du ihn? Diana, du hast doch Smile. In der Tat, ja. Wir suchen nur Männer für Leila und Nastia aus. Also gut. Also Mädchen, seid aktiver, aktiver. Ich bin es leid, eine Junggesellin zu sein. Mädchen, sieht mal, der Typ sieht gut aus. Hab ich recht? Ich muss ihm eine Nachricht schicken. Oh, Diana, das ist das Ende der Beziehung zu Smile. Diana, du hast Smile. Deshalb werde ich ihm schreiben. Schick mir seine Nummer. Okay, Mädels, lass uns später schreiben und jetzt lass uns Tee trinken gehen. Ja, ja, auf geht's, okay, Mädels. Okay, Mädels, ich habe mich entschieden. Ein erfrischendes Glas Milch. Und ich werde wahrscheinlich einen Joghurt nehmen. Und ich möchte immer noch Tee. Hör zu, ich habe eine Frage. Wozu brauchst du diesen Mann? Hast du schon unseren neuen Sportlehrer gesehen? Er ist großartig. Nee, nee. Jana, für mich ist die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer tabu. Bring mir bitte ein paar Würstchen mit. Ich will kochen. Ja, Leila, nimm das. Schau mal, der Sportlehrer ist erst 19. Jana, hast du nicht gehört? Nein. Und überhaupt, er ist nicht mein Typ. Nee, nee. An deiner Stelle würde ich mir das nicht antun. Der Sommer steht vor der Tür. Und damit auch das Sommercamp, in dem sich viele Jungs aufhalten. Oh, Diana, natürlich. Und wenn das Camp und die Sommerferien zu Ende sind, heißt es dann Abschied vom Camp, Abschied von Freunden. Nastia und ich wollen einen festen Freund für uns haben, nicht nur für die Sommerferien. Diana, wer ist das? Wahrscheinlich habe ich etwas online bestellt. Ich bin gleich wieder da. Mädels, hier sind wohl unsere Outfits angekommen. Mädchen, man stelle sich nur vor, wie die Jungs in der Schule reagieren werden, wenn sie uns in Uniform sehen. Leila, stell dir die Reaktion der Mädchen in der Schule vor. Ja, sie werden alle neidisch werden. Mädchen, unsere neuen Uniformen sind da. Aber hört zu, ihr werdet nicht glauben, was für ein Typ das Paket geliefert hat. Wer war's? Im Grunde genommen, Mädels, war der Typ super süß. Vielleicht 17. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er ist so schüchtern. Verdammt, ich hätte das Paket mit diesem Kurier abholen sollen und der Mann hätte keine andere Wahl gehabt. Kurz gesagt, Mädchen, weniger Worte. Lass uns die Uniformen anprobieren und zur Schule gehen. Lass uns diese Box öffnen und unsere neuen Outfits anprobieren. Ja! Halt, Mädchen! Ja! Sie sind. Ich möchte sie so schnell wie möglich anziehen. Wie schön sie sind. Okay, Mädels, die von Leila und Nastia sind hellgrün, meine und die von Jana sind rosa. Jetzt beeilt euch und probiert sie an. Das meine Diana. Hier, Jana, das gehört dir und mir. Wow! Mädels, die Outfits stehen euch wirklich gut. Dein sieht auch nicht schlecht aus. Macht euch bereit, Mädchen. Auf geht's, auf Diana. Auf geht's, Diana. Hey Mädels, sind wir bereit, unsere Schule mit unserer Schönheit zu schmücken? Auf geht's, auf Diana. Auf geht's, Diana. Mein Kuckuck. Krusha, nenn mich nicht so, okay? Marusha und Artem, ihr solltet euch versöhnen. Ihr seid so ein cooles Paar. Oh, Gigi, nicht so laut. Ich werde mich nicht versöhnen. Und ich werde mich nicht mit ihm abfinden. Ich brauche ihn nicht. Du brauchst mich nicht. Ich brauche dich nicht. Ich habe eine andere coole Freundin im Kopf und ich mag sie, okay? Hast du das verstanden? Ich brauche dich auch nicht. Hast du das gesehen? Die haben sich getrennt. Vielleicht fange ich an, mit Marusha auszugehen. Dima, ich weiß nicht. Lass uns lieber nach anderen Mädchen Ausschau halten. Willst du gerade Marusha beleidigen oder was? Sie ist schön, sie ist klug. Außerdem ist sie größer als du, okay? Du siehst schlecht aus daneben. Kostja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde neben ihr auffallen. Sie ist groß und ich bin nicht klein, okay? Dima, nein. Lass uns lieber nach anderen Mädchen Ausschau halten, okay? Patrick, wir dürfen unsere Mädchen nicht verlieren, okay? Ich will nicht so sein wie Marusha und Artie. Ja, ich werde Gigi nie verlieren. Weißt du was, Artem? Du hast Marusha gegen eine Tussi eingetauscht. Aber die Hauptsache ist nicht die äußere Schönheit, sondern die innere. Oh, Krusha, ich stimme dir zu, aber nicht ganz. Wir sind hier alle schön, sowohl äußerlich als auch innerlich. Wir sind hier alle schön. Hallo, liebe Kommilitonen. Gerade wegen dieser Frauen verlassen die Männer die Mädchen. Oh, Kostja, die Cheerleader sehen heute umwerfend aus. Ja, Leila ist fantastisch. Und Jana und Nastia. Hey, habt ihr was bemerkt? Jana, pst, sei bescheiden.
Nastia, für schöne Mädchen ist Bescheidenheit nutzlos. Hallo du, hast du die Basketballspieler gesehen? Wir brauchen sie, damit sie uns schneller sehen und abchecken können. Jana, beruhige dich, dein Browse wird dich mögen. Grusha, Marusha. Ja, die Outfits sind verrückt. Das würde ich in 1 Million Jahren nicht anziehen. Hey, Kuckuck. Patrick, hallo. Zhuzha, ich schau auf die Tür, das ist eine Fliege. Artem, mach deinen Mund zu. Marusha, wir sind nicht mehr zusammen. Okay, Mädels, ich denke, es ist Zeit, dass wir von hier verschwinden. Diese Schulkinder lieben eindeutig unsere neuen Outfits. Ja, Mädchen, wir gehen in die Trainingshalle. Lasst uns gehen, wir werden Basketballspieler finden, die uns anschauen. Ich hab genug von dir und deinem Brows. Das meinte ich mit anderen Mädchen suchen, okay? Hier ist jemand, mit dem wir ausgehen können. Ich kann mit Nastja zusammen sein, sie passt perfekt zu mir. Hast du dich verbrannt? Es ist heiß. Ja, heiß, sehr heiß. Oh Leute, seid ihr besessen von Cheerleadern? Also Mädchen, ich habe einen Plan. Wir sammeln Unterschriften gegen Cheerleader. In solchen Kleidern kann man noch nicht zur Schule gehen. Ja, Marusha, ich unterstütze dich voll und ganz. Sammeln wir Unterschriften gegen solche Kleidung. Das ist einfach unangebracht. Footballer, setzt ihr eure Unterschrift darunter und unterstützt uns. Hey, hör mal, Gigi, darf ich dir eine Unterschrift auf die Stirn setzen? Was wollt ihr denn? Seid ihr etwa eifersüchtig? Wer ist eifersüchtig? Wir können auch morgen in solchen Uniformen kommen. Ja, aber wir werden sie nicht tragen, denn wir sind hier in der Schule. Ja, Leute, ich habe einen solchen Minirock auch zu Hause. Aber ich trage ihn nicht in der Schule. Zhuzha, ich glaube, das ist zu viel Information. Ja gut, Patrick, ich sag das ja nur. Mädchen, wir werden da auf jeden Fall nicht unterschreiben. Wir verstehen davon eh nicht so viel. Ja, die Jungs werden da nicht unterschreiben. Und es ist mir egal, welche Kostüme sie tragen. Ich schaue sie eh nicht an. Patrick, was habe ich für ein Glück mit dir? Also mir ist es nicht egal. Cheerleader! Also Artem, nicht sabbern. Du wirst deine Unterschrift an die erste Stelle setzen. Grusha, Blatt und Stift her. Tja, Mädels, mit unserem guten Aussehen dominieren wir eindeutig die ganze Schule. Aber habt ihr gesehen, wie eifersüchtig alle Mädchen auf uns waren? Sie waren sehr neidisch. Leila, hast du gesehen, wie die Spieler uns angeschaut haben? Nastia, sie haben dich, Diana und mich einfach nur angestarrt. Habt ihr gesehen, wie sie ihren Mund aufgemacht haben? Hör zu, Mädels, beliebt zu sein bedeutet, dass Klassenkameraden zu Hatern werden, weil sie insgeheim über uns stehen wollen. Und was ist mit Grusha, Gigi und Marusha? Habt ihr sie gesehen? Sie waren einfach fassungslos. Ich hoffe, sie werden morgen nicht solche Outfits tragen wie wir. Jana, das werden sie nicht, denn sie brauchen sie in ihrer Größe, weil sie insgeheim über uns stehen wollen. Wow, Smile, wo hast du so eine coole Uhr her? Ah, das ist ein teures Geschenk von meiner Ex-Freundin. Und das Geschenk von deiner Ex-Freundin hast du angenommen? Ja klar, sie hat 1 Jahr lang gespart, um mir das Geschenk zu machen. Na Mädels, gehen wir rein? Warte eine Sekunde. Los geht's. Hallo Basketballspieler. Oh, hallo Mädels, wir sind gerade dabei, das Training zu beenden. Wir werden den Raum jetzt für euch freigeben. Sind die Jungen blind? Haben sie denn überhaupt nichts bemerkt? Smile, hast du einen Unterschied bemerkt? Browse, und du? Tja, diese Basketballspieler sind einfach farbenblind. Sie sind blind, sie bemerken gar nichts. Was, Jana, hast du deine Wimpern aufgeklebt? Jana, hast du deine Spitzen geschnitten? Smile, ist das dein Ernst? Browse, ist das dein Ernst? Warum brauchst du Bälle im Gesicht? Jana, was sagst du da? Diana, Bälle, Augen, sie sind einfach blind. Ah, Jana, jetzt habe ich's bemerkt. Nun, Browse, und was ist dir aufgefallen? Smile und dir? Du hast dein Abdeckschiff nicht genommen. Natürlich ist uns aufgefallen, dass sie neue Uniformen tragt. Ihr seht so umwerfend aus. Vielen Dank, Browse. Und welche Farbe ist das? Hey, Smile, was machst du da? Basketballer, und wir sind auch in neuen Uniformen. Lass dir, beruhige dich, sie sind nicht unsere Freunde. Na und? Aber ein Kompliment können sie doch machen. Mädels, sie sind alle wunderschön. Browse. Jana, aber du bist die Beste. Das stimmt, aber das solltet ihr immer sagen. Babe, nach dem Training treffen wir dich im Café, okay? Kannst du mir bitte eine heiße Schokolade mit Marshmallows und ein süßes Teilchen bestellen? Ich hab nicht so viel Geld für ein süßes Teilchen. Smile, was soll das heißen, kein süßes Teilchen? Ich will eins. Na gut. Ich danke dir, Mädchen. Zeit zum Üben. Los, Browse. Übrigens, alle Mädchen beneiden uns. Ja klar, was bleibt ihnen sonst übrig? Nun, endlich ist das Schwärmen vorbei. Jetzt können wir mit dem Training beginnen. Browse! Okay, Mädels, seid ihr bereit anzufangen? Ja! Wir sind die Besten! Wir sind die Besten! Wir sind wunderschön! Unsere Mädchen sind Feuer und Flamme. Hast du gesehen, wie sie nervös wurden? Sie dachten, wir hätten sich gemerkt. Man darf ihnen nicht zeigen, dass sie die coolsten sind, sonst verlassen sie uns. Uns erlassen? Ich weiß ja nicht. Sie sind natürlich Feuer, aber wir sind ein Vulkan. Vulkanisch! Ihr wollt also nicht unterschreiben? Sonst könntet ihr uns verlieren. Wir haben bereits 3 Unterschriften. Unsere. Na und? Sonst könntet ihr uns verlieren. Schnell unterschreiben. Jetzt sofort bitte. Schnell unterschreiben. Ihr ärgert euch über ihre Outfits, ihr habt unterschrieben. Ja, wir sind nicht verärgert, uns gefällt das ja. Ja, wir mögen es.
Ach so, Patrick, du magst es? Es ist vorbei mit uns. Hurra, es ist vorbei. Also Jungs, richtig? Das war's also. Kuckuck. Du bist kein Kuckuck mehr. Du bist ein gerupfter Hahn. Kurze Mädels, was soll ich sagen? Sie sind unserer nicht würdig. Was ist hier los? Basketballspieler, kommt her. Shishi, nicht so laut, leiser. Was wollt ihr? Wir brauchen eure Unterschriften. Für was? Wir brauchen sie einfach. Wir werden nicht einfach so unterschreiben. Also Basketballspieler, wir haben genug von euren Cheerleadern. Sie gehen hier spazieren, geben an mit ihren Uniformen. Ich verstehe, ihr seid neidisch. Ja, Jana hat mir davon erzählt. Also Basketballspieler, wenn ihr nicht unterschreibt, kommen wir morgen in den besten Outfits und wir werden auch hier auftrumpfen. Ja, dann macht doch und zeigt euch. Jungs, habt ihr unterschrieben? Und ihr unterschreibt es auch nicht. Also Mädels, wir werden nichts unterschreiben. Nicht neidisch sein. Neid und Eifersucht lässt euch nicht gut aussehen. Gut, gut, Basketballspieler. Ihr braucht nicht mehr zu unterschreiben. Gut, es ist nur so, dass eure Cheerleader einen schlechten Einfluss auf unsere Jungs haben. Ja, sie starren sie einfach an. Ja, sie starren. Findet ihr das etwa gut? Also, wer starrt hier? Starrt ihr wirklich auf die Cheerleader? Ja, sie starren. Nein, ich starre nicht. Marussia, gib mir das Blatt. Ich unterschreibe das. Ja, ich auch. Seht ihr, Leute? Also Mädchen, die Cheerleader werden erkennen, dass ihr erledigt seid. Noch einmal werde ich ein böses Wort von Artyom hören. Artyom! Mädels, macht euch keine Sorgen. Das erste Zeichen, dass du cool aussiehst, ist, wenn Leute dich anstarren. Das war's.